Total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Lounge. Ja, heute der letzte Beitrag im Jahr 2017, der zur Star Wars Lounge, The Star Wars Show, die Star Wars Show Deutsch, heute abgedreht worden ist. Ja, 48 Stunden läuft schon Rogue One und das Echo ist 99% positiv. So, jetzt kann man natürlich schwelgen und es freut mich auch diesbezüglich, das jetzt hier alles gleich abzubauen, alles wieder neu zu gestalten. Es ist der 4. Advent, es ist bald Weihnachten, die weihnachtliche Sendung, sicherlich wird die auch noch produziert, dann wird man auch Zahlen haben. 2,2 Milliarden hat Awaken, das Erwachen der Macht, eingespielt und die Kinos waren natürlich ultra voll. Jetzt war alles ein bisschen merkwürdig, ein bisschen ruhig, aber Rogue One ist halt ein einzelner Film, der nun neu, da kommen wir auch zum Thema. George Lucas hat 1971 sich hingesetzt und hat eine Idee gehabt, eine Fantasie, ein Märchen, eine Geschichte, eine wunderschöne Geschichte, die er zu Papier gebracht und alle haben ihm nicht geholfen. Keiner hat ihm geholfen und er hat es trotzdem durchgezogen. Und auf diese Art gibt man ihm jetzt weit über 70 Jahre, jetzt auch bei Rogue One, war er und hat sich den Film angeschaut und hat auch geschmunzelt und hat okay gesagt. Mark Hamill hat sich den Film angesehen und hat auch okay gesagt. Alle haben okay gesagt. Viele sind halt sogar hin und weg. Weil dieser Film ist nun mal ein Film, der genau passt in so eine Lücke. Und Lücken schließen, um einen ganzen Fluss eines Films zu erzählen, gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das sind jetzt viele Meinungen. Heute waren halt auch viele wieder da. Ein Ewok hat sich auch wieder verabschiedet, ist jetzt übergegangen zu einem Fan. Ja, wie gesagt, nicht nur, dass wir diese Figuren sammeln und auch verkaufen, und wir verkaufen diese Figuren ja auch nur für Sammler, nicht den Kommerz. Wir haben uns gestern alles angesehen. Ich habe es persönlich auch mir von einem Geschäft zum anderen Geschäft bin ich gegangen und habe mir die Sachen angeschaut. Nun, ich bin jetzt kein Freund von Tassen, T-Shirts und der Weißen oder anderen extra. Ne? Okay, ich habe hier auch noch ein paar hier, so wie das hier. Ist halt ein Schlüsselanhänger. Helf uns Obi-Wan Kenobi, helf uns Obi-Wan Kenobi. Für die Insider wissen wir es halt. Ja, da war er nur der. Das wäre auch ihn hier als, ne, für so einen am Tannenbaum zu hängen. Ja, der Darth Vader war da und war halt etwas schlimmer wie sonst. Also sagen wir mal so, düster. Rogue One war nicht düster, Rogue One ist das, was Rogue One ist. Ein D-Day im Universum. Ein Kampf um. Viele sagen auch schon, oh ja, jetzt brauchen wir noch einen für Jakku. Ja, ne, diese Jakku-Geschichte. Nun, wenn Kennedy das macht, also wenn Walt Disney, wenn LucasArts es macht, Lucasfilm etc., also wenn die Verantwortung sagt, okay, jetzt machen wir hier Krieg, da Western und da Komödie. Ja, weil so ungefähr soll das hier ablaufen. Es soll hart zur Sache gehen. Der Start mit Rogue One hat gezeigt, ist okay, kommt gut an. Dann haben wir die Episoden, wo halt 1, 2 und 3 mit Jar Jar Binks nur ja. Und 4 bis 6 ist, bleibt der Klassiker. Und ab 7 ist halt eine, ja, ein, wie nennt man das? Plagiat. Ja, also wenn man sich mit den Leuten unterhält in London, vor allen Dingen die Regie, wenn die sagt, ich bin stolz, es hat machen dürfen. JJ ist eine große Nummer, dem ist eh alles egal, der ist auch jetzt ein wilden 50er und ob der nochmal einen Star Wars Film auf die Reihe bringt, wissen wir nicht. So, die Sache ist ja, die Fans sehen eh alles anders und vor allen Dingen die große Gruppe der Verrückten, da sind auch viele Aluhutträger bei und viele, ne, ist halt, das sagt das Wort, verrückt. So, wir sind hier nur die Begeisterten, wir sind die Filmemacher, Fotofilmemacher und schauen uns eh alles so dermaßen an und kommen dann zu Schlüsse, die wir dann wieder revidieren und dann kommen wir zu einem neuen Schluss.
Da kann es schon mal sein, dass in der Textur, die ausgesprochen niedergeschrieben bei Facebook in den Gruppen, schon mal zu Irritationen kommen. Ja, früher saß man zusammen, ja, in den wilden 70er, 80er saß man zusammen. Irgendeiner hatte immer so eine böse Raubkopie und die man sich dann auf einem, also in sehr schlechter Qualität und manchmal auch guter Qualität, auf seinem heimischen kleinen Fernseher Röhre angeschaut hat. Und dann saß man da und haben geknabbert etc. Und es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. So, wenn wir uns das Ganze anschauen, wie jetzt bei Rogue One die Herrschaften ausgeschaut haben, es waren wieder die klassischen Stormtrooper zu sehen, es war klassisch, es war rau, die Kostüme waren dementsprechend, man hat auch vieles verzichtet, man hat also nicht Uniformierte geschickt, sondern einen wilden Haufen von Navarone, wer die Anspielung des Films jetzt versteht. Es war halt ein Film, so ungefähr wie so eine Art Vietnamkrieg, wenn man sich das Ganze mal genauer betrachtet. Also Star Wars ist jetzt wirklich in der sogenannten Realität angekommen. Es war sehr realistisch, Rogue One. Es war also keine Fiktion. Es hätte oder es könnte sich so abspielen, wenn man solche Sachen auf den Weg bringt. Ja, Rogue One ist eingeschlagen. Rogue One über 48 Stunden hat schon, wie gesagt, über 500.000 Leute jetzt gesehen in den 48 Stunden. In den ersten 24 Stunden waren es 220.000, also natürlich die Hälfte dessen, was bei Awaken war. Aber wie gesagt, wir waren gestern in einem so einem Kino. Cinemax hat 7, 8 Kinos. Und alle waren, wie gesagt, gestern am Freitag, dem 17.12. war alles, am 16.12. war alles, und am 17.12. auch, alle, man hat uns gesagt, also bis Weihnachten werden alle 8 nur diesen einen Film zeigen. Ist natürlich eine Ansage. Ein Kino zeigt nur einen Film in allen 8 Sälen, was vorher nicht so. Awaken wurde so gemacht, Awaken war voll. Egal, ob man im Special war, im weniger Special, im Maximum Sound, Rücksprache mit allen, die hier waren. Dem einen war es zu laut, der hat sogar schon Oropax da reingepackt, damit es ein bisschen gedämpft war. Also jeder hat es eh anders empfunden. Jeder war irgendwie irgendwo in einem anderen Kino. Wir haben hier halt die Multiplex-Einrichtung, 8 an der Zahl, und alle waren voll. Etwa richtig was los dort. Es hat also, wie gesagt, Spaß gemacht, die Filme gesehen zu haben und jetzt auch Rogue One. So, wie gesagt, die Kulisse verschwindet jetzt. Die Sache ist demnächst bald alles zu haben im Online-Kaufhaus bei eBay. Ja, wir müssen das alles jetzt einlesen und das kann dann, wie gesagt, vor Ort in einem Geschäft. Es kann aber auch bei eBay bezogen werden. Wir sagen immer noch, für die Künstler, deren Produkte, klasse, danke und wunderbar auf den Weg gebracht. Wir bedanken uns auf diesem Weg für eine wunderschöne Geschichte, eine unendliche Geschichte. Passt auch, wie gesagt, zu Disney, die unendliche Geschichte. Frohur, wir wissen, so ungefähr ist Star Wars jetzt auch. Star Wars ist jetzt eine Geschichte. Eine unendliche Geschichte. Und schauen wir mal. Wie gesagt, es wird jetzt hier alles wieder umgebaut. Die Star Wars Lounge wird jetzt wieder entfernt. Die Schaufenstereinheiten werden wieder entfernt. Die Cosplay-Puppen kommen auch wieder weg. 2017 starten wir wieder ohne irgendwie Star Wars ähnlich. Weil jetzt müssen wir ja wieder über 360 Tage warten. Jetzt müssen wir über 360 Tage warten, bis Episode 8 erscheint. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie uns Episode 8 gefällt. Und dann wissen wir ja erstmal, ob wir dann ein Jahr später in Han Solo springen. Viele von euch, denen ist es egal, wie mir persönlich auch. Für mich ist es Film. Für mich ist es eine Fortsetzung eines Films. Und wenn die Filme weiterhin mich gut unterhalten, dann ist das vollkommen okay. Bin natürlich persönlich ein bisschen knatschig auf Disney, weil ich habe auch Disney XD. Und wann kommt Rebels Staffel 3? Wann
morgens um 9.30 Uhr. Um 9.30 Uhr arbeiten wir, um 19.30 Uhr waren die ersten fünf, ja. Die ersten fünf waren um 19.30 Uhr, konnte man sich Rebels, die Staffel 3, die ersten fünf sich anschauen. Und dann auf einmal schaltet Disney um und macht ab 6 morgens früh um 9.30 Uhr. Gut, ich habe mir Disney auch schon geschrieben, lieber Disney-Kanal, was haltet ihr davon? Bringt doch die Staffel 3 auf DVD oder Blu-ray. Ja, ist doch so. Also wir müssen warten. Die Rogue One bei Amazon natürlich auch schon direkt bestellt. Warten wir, bis die kommt und dann schaut man sich die nochmal genüsslich zu Hause an. Und dann kann man ja vielleicht Mitte des Jahres 2017 nochmal so ein Resümee über Rogue. Und dann haben wir ja vielleicht, wenn wir Glück haben, ja auch schon mindestens 6 Monate irgendwie irgendwo ein Trailer, ein Teaser oder irgendetwas an Informationen über 8 vernommen. Wer weiß. So, der David zum Beispiel, der den Kylo Ren schauspielert, möchte am liebsten, dass gar nichts gezeigt wird, dass man sagt, Star Wars 8 ist da, geh ins Kino. Als Fan, ja, wir sind absolut nur noch Fans. Die Firma und Fan trennen wir jetzt. Filmfiguren, Theater bleibt, aber nur noch visuell, nicht mehr hier vor Ort. Kaufen kann man sicherlich, aber überwiegend online. Hier kann man sich sicherlich einige Exponate anschauen, denn wir werden wohl, wie gesagt, in die großen weiterhin investieren. Die großen Figuren 1,20 Meter runter bis 30 cm und wir werden in Toy und vor allen Dingen in Sideshow, Hot Toys und Sideshow investieren, aber es nur einmal dann richtig zeigen. Und zwar immer dann, wenn ein Film erscheint. Und dann wird das natürlich auch so gemacht, dass man nicht so wie heute, mussten wir hier das ganze Schaufenster auseinandernehmen. Und da ist auch einiges zu Bruch gegangen. Der gute Herr hier hat seine Beine verloren. Ob wir die nochmal dran kriegen, weiß ich nicht. Ja, scheint so, dass wir die wieder dran kriegen. Ja, sowas passiert dann, wenn da die ganze Kulisse da hinten zusammenbricht. Die Kulisse wurde extra für heute gebaut. So, jetzt haben wir den wieder fertig. Der wird natürlich nicht verkauft. Der ist schon sehr, sehr alt. Sehr lange haben wir den schon. So, lassen wir den dann. Was passiert dann halt, wenn man so eine Kulisse dann für so einen kleinen Ewok. Ich hoffe, dieser kleine Ewok hat einen wunderbaren Platz bekommen. Den haben wir dann aus dem Fenster entnommen, weil einer diesen Ewok gebraucht hat. Ewok, die Karawane, das war auch so eine Sache. Wer hat ihn gesehen? Also Star Wars gibt es, wie gesagt, eine Menge. Also von Ewoks hört man kaum etwas. Jar Jar Binks, den mag man ja überhaupt nicht. Also kaum einer mag Jar Jar Binks, aber die Jugendlichen. Also die Eingefleischten sind ruhig. Wir Eingefleischten, die das beruflich sehen, beruflich agieren, auch mit den Schauspielern sprechen. Und auch diverse Sachen selber herstellen, Foto- und Filmproduktionen und das alles. Wir sehen dann eh alles anders. Wir müssen ja, wie gesagt, auch mit der Fantasie arbeiten. Wir müssen auch die Fantasie umsetzen. Ja, ein Hoch auf den Punsch. Ja, also die Silvester-Sendung kommt sicherlich. Heute wird uns dieser Punsch gereicht, dieser Star Wars Punsch von Kylo Ren. Ist uns heute kredenzt worden und für Silvester hat man uns auch schon was gebracht. Und zwar, na, wie gesagt, wir haben ja für Jugendliche und Kinder produziert und da hat man uns natürlich nicht alkoholisierte Sachen gegeben. Und da sind wir auch so zum Endthema. Yoda. Genau, Yoda ist wirklich der Einzige, wirklich, der immer gemocht wurde. Wir haben ihn dieses Jahr mehr als einmal verkauft. Den Yoda, also Darth Vader, Yoda sind immer noch in und da Darth Vader jetzt bedingt durch Rogue One wieder erschienen ist, wird auch er schätzungsweise wieder in aller Munde sein. Wo haben wir den Herrn? Reden wir mit dem Herrn. Die Kennerversion von Darth Vader hinten, er kann sprechen. Man hört ihn jetzt natürlich nicht so laut. Ne? Power of the Dark Side. Mit Helm ab. Wer kennt das noch?
die Kenner-Version Kenner. Ja, Kenner war ja der, Kenner war ja der Ursprung. Und dann kam Hasbro, ne? Der spricht ja auch in Deutsch. Ich werde mächtiger werden, als je ein Jedi zu träumen gewagt hat. Ja, also die... Die Jugend hat's gemocht. Und wenn man die Jugend, ihr habt ja auch den Jüngsten gesehen. Wie gesagt, die Jüngsten, für die war die Sendung auch gedacht. Ab 9 plus, sie mochten The Grievous, General Grievous und Darth Maul. Tolle Sache, ne? Und so eins schmunzelt dann, Wahnsinn. Also die hat man gar nicht so gedacht. Darth Maul und Grievous. Tja, so kann es gehen. So, Han Solo kommt neu. Han Solo, der Alte, ist gegangen. Wir waren jetzt bei Rogue One. Also, so wie es scheint, gibt es ja demnächst drei Genres. Einmal diese Western-Style-Art mit Han Solo und alles, was so da mit diesen Schmugglern zu tun haben wird. Dann diese harte Geschichte. Mag sein, dass der Krieg um Jakku vielleicht auch nochmal irgendwann eruiert wird, auf die Mattscheibe kommt. Wer weiß. Also die Kriegsgeschichte da und dann natürlich die Episodensache. Das heißt also, dass vielleicht 2020 Boba Fett oder irgendein Fett, keine Ahnung, irgendeiner von den Söldnern oder mit den Söldnern oder die Geschichte der Klonarmeen und die Entstehung der Klonarmeen da auch so kriegerisch gezeigt wird. Lassen wir uns überraschen. Also ich bedanke mich total recht herzlich. Der Abschluss ist getätigt. Rogue One läuft jetzt schon über 48 Stunden in den heimischen Kinos und jeder hat alles etwas anders empfunden. Bei uns war halt normal, mit normaler Straßenbekleidung sind die Leute ins Kino gegangen. Ja, das war's dann von meiner Seite aus, euer AWA Movie Filmproduktion, der Medienkanzler, verabschiedet alle, wünscht allen einen wunderbaren 4. Advent, viel Spaß zu Weihnachten 2016, noch mehr Spaß zu Silvester. Wir haben uns beschlossen, also ich habe persönlich auch beschlossen, dieses Jahr zweimal insgesamt da doch nochmal hineinzugehen, auch privat auf großer Leinwand Star Wars nochmal sich anzuschauen. Ja, dann geht das Jahr mal wieder mit Star Wars zu Ende und beginnt dann irgendwann mal wieder im Dezember mit Star Wars. Welcome to the Star Wars Show. Like my father before me. So ist nun Rogue One der Oberflieger, der Knaller schlechthin. Ist das wieder 70er Jahre? Ist das wirklich 4? 4. Also, wie alles begonnen. Sagen wir angeklebt. Ach, herrlich. Leia, Obi-Wan Kenobi. Helf uns bitte, Obi-Wan Kenobi. Ja, Obi-Wan Kenobi soll uns helfen. Ab 4 wissen wir was. 4, 5, 6, wir wissen es. Rogue One jetzt. War. Frage. Viele. Viele haben gefragt, kann mein Kind da rein? Wie alt ist das Kind? 6, 9. Wenn man dem Kind erklärt, dass das, was man sieht, Film ist, kann das Kind an sich in jeden Film. Da flogen zwar die Fetzen, aber mittlerweile fliegen ja auch bei Marvel die Fetzen. Und wie? Wenn der grüne Hulk mal zuschlägt. Oder halt Spider-Man sein Netz auswirft. Oder der Arrow seinen Pfeil und Bogen. Ne? Also, Kinder, Jugendliche, natürlich können die da rein. Und Rogue One hat sich schätzungsweise ja, seine Position erarbeitet. Wird zwar ein bisschen dauern, weil Amerika ist erst heute. Heute ist Amerika am Start
Und wir feiern ja unseren 4. Advent heute am Sonntag. Ja, am Samstag Amerika am Start, am Sonntag der 4. Advent. Jetzt überlegt man sich, sollte man jetzt erklären, die Euphorie, ja, überall. Also wie gesagt, in London hat es Spaß gemacht, weil die Herrschaften da aufgetreten. Man konnte sich auch fotografieren lassen. Und hier war etwas verhalten, man lief halt völlig normal. Ja, völlig normal ging man da zur Sache. Es war voll. Es war voll, die Kinos, 8 Säle, in allen 8 Sälen lief Rogue One. Bei uns waren einige, die, wie gesagt, wir staunend beobachten mussten, dass sie von Rogue One noch gar keinen Plan hatten. Sie wussten gar nicht, dass der gelaufen ist. Sie wussten auch gar nicht, dass heute einer rausgekommen ist. War schon, ja, ist schon. Also, wie eine Sendung machen, wenn man real und virtuell, ja, real und virtuell, ihr seht ja anhand dessen hier, das ist ja unsere Kulisse, die jetzt mittlerweile im Online-Shop zu haben ist. Wir gleichen die Preise an. Wir verweisen immer noch auf die SW-Serie, die SW-Black-Serie von Mike Ferreira. Da könnt ihr wirklich für alle Fans einen Klick und ihr habt eure Figur zwischen 4-5 Tage, ist die ja da. Bei uns im Online-Shop genauso. Wir bemühen uns, da irgendetwas einzuarbeiten. Aber wie gesagt, wir sind kein Star Wars Online-Shop, sondern ein Online-Kaufhaus. Nein, Online-Kaufhaus bei eBay. Da kann man natürlich dann alles kaufen. Hier natürlich haben wir sehr viele Realkunden, die gesagt haben, wir möchten gerne hier kaufen. Ja, mittlerweile gibt es aber Geschäfte, auch Fachgeschäfte, auch Geschäfte, wo es Figuren zu kaufen gäbe. Und dann heißt sowas nur, nö, also wenn sie nur gucken kommen bei uns, dann kostet der Eintritt 5 Euro, das meinen die ernst. Ja, dann kann man auf 1000, 1500 Quadratmeter sich Figuren aller Art anschauen. Und da die meisten ja im Online-Shop kaufen, kann man dann halt dort vor Ort für 5 Euro sich alles anschauen. Bei uns nicht. Bei uns seid ihr immer total und recht herzlich willkommen. Nicht nur die Rogue One Anhänger, sondern alle. Alle sind willkommen, alle die Figuren mögen, können mal auf eine Stippvisite hier vorbeikommen. Aber, das muss leider gesagt werden, nur samstags. Nur samstags ist etwas für die Figuren, etwas für Star Wars. Aber jetzt merkt ihr schon, die Luft ist raus, wir feiern den 4. Advent. In 4 Wochen ist Heiligabend und da wissen wir schon gar nicht mehr, was haben wir denn da jetzt in dieser Sendung noch erzählt. Es ist durch, die Figuren sind on air, man kann sie überall erwerben, auch, wie, auch bei uns real, wie gesagt, real könnt ihr die Figuren bei uns erwerben. Die Künstler haben ja ihre Sachen vorgestellt, wir haben sie hier hängen, wir können auch gerne über die Sachen sprechen. Wir bedanken uns nochmal total recht herzlich für die Gestaltung und das Überlassen der Exponate, die dann langsam zurückgeführt werden an die Künstler oder aber die Künstler stellen uns die weiter zur Verfügung. Und wir werden mit den Künstlern sprechen, was sie gerne dafür haben möchten. Das sind Unikate, die sind exklusiv für diese Sendung hergestellt worden, die man auch live, real hier in Augenschein nehmen kann. Darüber diskutieren, ob es einem gefällt oder nicht. Wir haben, wie gesagt, die Rogue One Geschichte da. Uns gefällt Rogue One. Uns gefällt vor allen Dingen auch der K2SO. Der K2SO. Wir haben es ja schon mal gesagt, beziehungsweise ich habe es euch gesagt, we'll learn how the Rebels stole the first Death Star plans in order to stage the attack seen in A New Hope. But how are the Death Star plans stolen in Legends?
The old Star Wars timeline. In the Legends timeline, the Rebels first discovered the Death Star's existence when the founding members of the Alliance, Bail Organa, Mon Mothma, and Garm Bell Iblis, were taken to the battle station for their execution. While captive, the Rebel leaders were told of the battle station's true purpose and were given the name of it as well by the Emperor, as a way to let them know that any future rebellion would be meaningless against the Empire. And that his superweapon alone would ensure that no planet would dare rebel against him. After they were rescued by Galen Merrick, the leaders of the Rebel Alliance made it essential to uncover the schematics of the superweapon and to make plans on destroying it. Doing so, they started Operation Skyhook, which involved multiple missions in obtaining the Death Star plans. The missions to steal the Death Star plans were a bit messy and convoluted. Supposedly, there were multiple parts that the Rebels had to steal. Or in better words, multiple pieces of the Death Star plans. One of the earliest and most well-known missions to steal the plans was done by Kyle Katarn, an Imperial defector who later became a mercenary who worked for the Rebel Alliance. He was chosen to retrieve a part of the Death Star plans from an Imperial research facility on the planet Danuta. He received help from a fellow Rebel, Jan Orbs, who created a diversion from the research facility and later acted as a getaway driver after Kyle obtained plans. Kyle was also given help from his old friend Mech Odin, who was an Imperial officer, that gave him a layout of the facility. Almost right after Kyle retrieved a portion of the plans, another Rebel named Rian Siren was sent to the exact same research facility to retrieve what is believed to be another set of the same plans. She was also successful. And she brought them back to the Rebel headquarters. Other sources have stated that the founding rebellion leader, Garm Bell Iblis, obtained some plans as well during his mission to Darknell. Another portion of the plans were stolen and transmitted to the Rebels during a Death Star prison break, in which the Rebel prisoners were able to steal some data on the Death Star's design and send it back to the Rebel base on Polis Massa. Although they were successful in sending the plans, they were all later captured and killed by the Imperials. Like we said earlier, this entire operation in obtaining these plans was messy, and it's not exactly made clear whether they were stealing portions of the plans or just re-stealing the same Death Star plans. If the latter is true, then they perhaps did that as a way to make sure the Empire didn't purposely send faulty plans as a way to trick the Alliance into finding a false weakness. So the Rebel Alliance stole multiple of the same plans to make sure they were all correct. Once all the plans were compiled together, they were sent to Leia Organa's ship, the Tantive IV. She obtained them on the planet Taproa, and was supposed to deliver them to the MC-80 Starcruiser known as Liberty. But before she could do that, her possession of the Death Star plans was discovered by Darth Vader, who then pursued after her in his Star Destroyer. And thus that leads the way to the opening of A New Hope. Thanks for watching this video. Be sure to subscribe for more videos like this one. And as always, may the Force be with you. Was da so gemacht werden soll. Der YouTube-Kanal lebt ja mittlerweile durch ARD, ZDF und Funk, die Serie von verschiedenen Formaten. Ja, mal schauen, was wir da produzieren. Ob meiner einer da auch zu sehen sein wird, eine Gastrolle da bekommt oder so, das kann ich jetzt nicht verraten. Ich weiß nur eins, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Einzutauchen in eine neue Thematik, in einen abgeschlossenen Film. Rogue One ist ein abgeschlossener Film, der wirklich so nahtlos eingeschoben ins Cover zwischen 3 und 4. Meiner einer ist vielleicht der Meinung, man könnte Darth Vader auch zwischen 5 und 6 packen. Das heißt also, 3 und 4 waren die Rebellen. Wie alles so angefangen, ne? Obi-Wan Kenobi, helf uns Obi-Wan Kenobi. Und daneben dann, wenn das Imperiale wieder erwacht, dass man da den Darth Vader mit einer Story einbaut. Ja? Dass also wirklich so eine nahtlose Geschichte entsteht. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, so in der Richtung und vielleicht 5,5, 6. So, dass man dann so eine Nahtlosschiene hat von 1 bis 6, aber wie gesagt, dass wirklich jeder reinspringen kann und dann nachher ab 7 bemerkt, neue Ordnung, wieso eine neue Ordnung, wieso Kylo Ren, wieso will Kylo Ren etwas zu Ende bringen, was sein Großvater begonnen, also
Ja? Die Problematik für uns, die nur in den 70ern im Kino waren und jetzt 2017 auch wieder reingehen werden, mit dem Abschluss 2016 eines, ja, eines Films, was ja seinesgleichen sucht. Also, ne? Wir haben ja schon eine Menge gesehen und ist okay, absolut okay. Ja, okay. Also wie gesagt, feiert den Film. Also so oft, wie wir jetzt da reingehen werden, so oft sind wir ja auch in Awaken reingegangen. Die Blu-ray ist also auch schon bestellt und wenn wir Glück haben, März, April, können wir uns das dann wieder anschauen. Wenn wir Glück haben, ich vermute aber, oder halt zur Celebration 2017, dass dann die Blu-ray von Rogue One rauskommt. Lassen wir uns überraschen. Diese 6 Monate schaffen wir auch. Wir haben jetzt fast ein Jahr gewartet. Wie wir jetzt ein Jahr warten auf 8, ja, und dann warten wir ja ein halbes Jahr nur. Dann kommt Han Solo, weil Han Solo soll ja im Mai 2018 dann schon an. Und dann soll auch 9, soll ja dann auch ein Jahr später, 2019, auch irgendwann im Mai erscheinen. Also wir müssen immer 365 Tage warten, bis Star Wars dann wieder erscheint. Da es ja viele Gruppen gibt, die Verrückten, die Begeisterten, die Deutschen, ne? Die Englischen, dann gibt es nur einen Rogue One Verein, der wirklich nur Rogue One macht im Englischen. Wir sind jetzt, beziehungsweise ich, euer Medienkanzler, ist sehr tief in die Materie eingetaucht und hat sich wirklich alles angeschaut. Hin und wieder hat er mal eine Textur rausgehauen und festgestellt, okay, die 100% Begeisterten sind auch mehrfach verändert worden, um festzustellen, wer reagiert nicht. Zwei bis drei Leute haben dann reagiert, dann festgestellt, die sind noch niemals befreundet, haben noch niemals verstanden, worum es geht bei der Begeisterung. Die Begeisterung bedeutet bei den 100% bei Facebook, dass da jeder was sagen darf. Ja, das Spoiler gehört an ein Auto der 70er Jahre. Bei uns gibt es keine Spoiler, bei uns gibt es Informationen wie in den alten wilden 70er Jahren, wenn es geklingelt hat und man in seinem Zimmer da sich dann einen Film angeguckt, darüber gesprochen, wo die ganzen Freunde noch lebendig neben einem gestanden oder gesessen und wir uns da, wie gesagt, unterhalten, getrunken, gegessen, sogar noch Kunst betrieben dabei und alles. Ja, wir hatten viele Künstler, die Musik gemacht haben, wir haben viele Künstler, die gemalt haben und so weiter. Wir sind ja, wie gesagt, selber Filme und Fotomann, selber haben wir dann montiert, selber haben wir uns was ausgedacht. Also die Anfänge des Films, auch die Anfänge von Star Wars waren verdammt gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Heute muss man sich viele Monitore hinstellen, um mit seinem Freund zu sprechen. Ja, genau. So sieht's aus. Also, wir bedanken uns total. Ich bedanke mich die Kamera recht herzlich, dass ihr überhaupt zugeschaut, dass ihr gesprochen. Und ja, mal schauen, wie toll man eine Sendung noch machen kann. Im Moment ist Ende. Wir räumen jetzt alles weg. Ich räume alles weg. Die Zipfelmützen kommen weg. Weihnachten ist so gut wie vollendet. Wird halt noch einmal so richtig hochgefahren werden und ihr könnt euch das dann nochmal anschauen. Silvester verabschieden wir uns dann so richtig und warten dann 365 Tage, dass Star Wars auf eine Art wiederkommt. So, heute ist auch einige Figuren wieder weggeflossen, es wird also immer weniger hier und man hat auch gerade schon das Bild gesehen, das hat sich auch gerade verändert. Weil einige schon abgeflossen, es sind noch ein paar Restbestände, die da in unserer Kulisse verweilen. Ja, Kylo Ren hat auch keinen Kopf mehr, Kylo Rens Maske ist auch schon weg. Jo. Jo, das war's. Und viel Spaß bei Rogue One.